Die Wahrheit über Hollywood, Cat Williams enthüllt. Wir werden uns anschauen, was der Grund dafür ist, warum in Hollywood oft Dinge geschehen, die eigentlich Jahrzehnte Knast bedeuten würden, sie aber dennoch langfristig geheim bleiben und niemand eingreift. Die Themen Flucht von Dave Chappelle nach Afrika, Chris Tucker, Michael Jackson, Epstein Island und ein Party-Treffen zwischen Ludacris und Cat Williams ist auch dabei. Do you know what the number one job of somebody that sold their soul in Hollywood is? What? Is to act like it didn't happen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Der Brother hier wieder am Coconut Water sippen. In Tulum, immer noch in Mexiko. Grüße gehen raus nach Germany und zwar ziehen wir uns endlich mal wieder eine Flex-Doku rein. Die Doku heißt Die Wahrheit über Hollywood, Cat Williams enthüllt. So, ich hab Bock, Digga, wir gehen rein. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen. Abonniert diesen Kanal. Ich liebe euch, danke für den ganzen Support. Und der Peter geht los, Bro. Let's go. Yo, Leute, hoffe, alles okay bei euch. In dem heutigen... Alles gut, Bro, ich hoffe, bei dir auch, mein Jutster. So, gehen wir auf das kürzlich erschienene Interview von Cat Williams ein. Wir gehen unter anderem auf das Gerücht ein, dass Stars zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Karriere aufgefordert werden, ein Kleid zu tragen. Und schauen uns... Ja, vor allen Dingen schwarze Stars. Darüber habe ich mit einem Freund geredet, der ist auch in L.A. In Demonic L.A. Und wir haben immer wieder Diskussionen, weil der ist auch so ein bisschen in der Musikindustrie drin und so. Und da läuft schon einiges, also da laufen schon wilde Sachen ab. So, wenn du vor Ort bist, dann kriegst du von dem ganzen Shit auch nochmal ein bisschen mehr mit so. Und das mit diesen Kleidern anziehen und junge Männer, gerade Schwarze auch, in die Richtung zu treiben, das findet halt wirklich statt. Ist schon crazy. Fragt man sich dann auch, warum? Was angeblich dahinter stecken soll. Auch sehen wir uns den Harvey Weinstein-Fall näher an. Dieser wurde ebenfalls von Cat Williams angesprochen. Wir werden uns anschauen, was der Grund dafür ist, warum in Hollywood oft Dinge geschehen, die eigentlich Jahrzehnte Knast bedeuten würden, sie aber dennoch langfristig geheim bleiben und niemand eingreift, obwohl alle wissen, was passiert. Die Themen Flucht von Dave Chappelle nach Afrika, Chris Tucker, Michael Jackson, Epstein Island und ein Party-Treffen zwischen Ludacris und Cat Williams ist auch dabei. Oh shit, wir sind da jetzt, meine lieben Freunde. Habt ihr gehört? Das waren die Stichwörter jetzt hier gerade. Schön hier die Aluhütchen auspacken, anziehen und der Peter geht weiter. Aber das ist ja auch eine Sache, wie wir auch gesagt haben, bei dem Epstein-Fall zum Beispiel. Es ist immer wieder faszinierend auch, wie echt krasse Sachen eigentlich an die Öffentlichkeit rauskommen und keiner mit irgendwelchen Konsequenzen zu rechnen hat, so. Weißt du? Und das immer wieder vertuscht wird und immer wieder auch unter den Teppich gekehrt wird. Ich meine aber auch in Deutschland, wenn wir uns den Kendler-Fall reinziehen, so, das Kendler-Experiment. Dafür wurde niemand zur Rechenschaft gezogen im Endeffekt so. Die Leute, die das mit befürwortet haben und sogar mal im fucking Wahlprogramm drinstehen hatten, dass sie Sex mit Kindern erlauben wollen, die sind in der aktuellen deutschen Regierung, diese Partei. So. Und da sind auch noch Jungs innen dabei, die da damals auch mit dabei waren. Muss man sich mal eigentlich mal so richtig auf die Zunge zergehen lassen. Auch gehen wir auf einen schockierenden Post eines Kryptomillionärs ein, der darauf hindeutet, dass Epstein nicht der einzige seiner Art war. 3 Tage nach seinem Post ist er unter mysteriösen Umständen gestorben. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Well, we were both invited to an Illuminati thing. Never been Illuminati. When people are against the Illuminati, then they get punched in the face all the time. The press hates them and nobody likes them. Martin tried to put me in my first dress. Everything went wrong when I put on that dress. It was Cat Williams was trying to always say, Brandon, don't wear a dress. They don't like me in Hollywood. Krass, dass das so eine Sache ist, ne? Musst ein Dress anziehen, so. Musst ein Kleid anziehen. Und das ist schon so ein Ding geworden, so, dass andere Leute, die ich davor waren, ziehen nie ein Kleid an, so. Scheint wohl einer der ersten Schritte Richtung Kontrolle zu sein, weißt du? Why do they not like you? I don't wear dresses. I don't do that gay stuff on TV. So, in order for you to climb this ladder, every ladder of dress. It was Cat Williams was trying to always say, Brandon. Nobody likes him. Martin tried to put me in my first dress. Everything went wrong when I put on that dress. It was Cat Williams was trying to always say, Brandon, don't wear a dress. They don't like me in Hollywood. Why do they not like you? I don't wear dresses. I don't do that gay stuff on TV. So, in order for you to climb this ladder, every ladder of success, there's a level of... Bitte, da einer schreibt gerade, bitte erklärt mir, wo das Problem ist, ein Kleid anzuziehen. Also es ist doch nur ein Stofffetzen. Ja, das denkst du, Bro, aber da... Das ist eigentlich quasi mehr oder weniger so ein Test. Was bist du bereit zu tun? Auch Dinge, die gegen deine Werte und gegen deine Moral sprechen, so. Weißt du?
Und es ist halt nun mal so, dass man immer wieder mitbekommen hat, dass auch gerade auch Rap-Künstler und so dann, ja, dass die dann versucht werden, in diese Gay-Schiene reingezogen zu werden, so, weißt du? Und die dann, also man hat schon öfter davon gehört, dass es dann halt auch weitergeht. Es bleibt nicht bei dem Kleid, weißt du? Wenn die merken, okay, du bist bereit dazu, ein Kleid anzuziehen, dann ist er eventuell auch bereit dazu, noch mehr zu tun. Und was ja so eine Verschwörungstheorie ist, dass die dann irgendwann mal in irgendwelche Räume reinkommen und dann gesagt wird, nimm ihn mal in den Mund jetzt, so, weißt du? Und dann wird das eventuell sogar aufgezeichnet und dann haben die Jungs innen in der Hand, so. Weißt du, was ich meine? Genauso wie auch gesagt wird, dass Epstein's Island zum Beispiel, dass der Bruder eigentlich auch nur ein Agent vom Mossad war, der dann die ganzen Leute eingeladen hat und dann halt ihre ekelhaften Fantasien quasi befriedigt hat und die dabei aufgenommen hat, so damit der diese Leute in der Hand hat, so. Weißt du? Es werden halt in Hollywood und in auch in der Politik und so, da werden halt Dinge getrieben und Dinge extra bewusst gemacht, damit man halt Leute kontrollieren kann, gerade die Künstler und die Leute, die halt wirklich einen Impact auch auf die Jugend haben und so, weißt du? So, das ist die Theorie. Ob da was dran ist, weiß ich nicht. Attached to it. These are the rituals. They canceled me for talking about. Andere sagen, es ist eine Art Ritual und so, weißt du? Das ist halt, ja. Warum sollte man versuchen, so junge Künstler immer wieder versuchen, denen ein Kleid anzuziehen? So, erklär mir das, Digga, keine Ahnung. Harvey Weinstein, before the thing came out, but he offered to suck my ass in front of all my people at my agency. Krass, Digga, hast du gehört? So. Offered to suck my ass in front of all my people at my agency. Ich meine, bei dem Bruder Diddy ist ja auch schon das ein oder andere rausgekommen, weißt du? You know what the number one job of somebody that sold their soul in Hollywood is? What? Is to act like it didn't happen. So, und es ist halt nun mal so, dass Seele verkaufen da anfängt, wo du für Geld und für Fame quasi deine eigenen Werte unter den Teppich kehrst, so. Und nicht mehr dahinter stehst und nicht mehr nach deinen eigenen Werten gehst, sondern Dinge tust für Geld, für Erfolg, für Fame. Und es kann vielleicht sein, dass dieses Kleidthema einer der ersten Schritte ist, wo du gegen deine eigene Moral gehen sollst. Und dann langsam, Step by Step, holen die dich da rein. Mika Williams, auch bekannt als Cat Williams, ist ein in Ohio geborener Comedian und Schauspieler. Schon mit 13 Jahren löste er sich von seinen Eltern, zog nach Florida und verdiente sein Geld als Straßenverkäufer. Danach begann er als Komiker durchzustarten und war bis 1999 zu einem etablierten Komiker geworden. Sein Durchbruch erfolgte im Jahr 2000 mit dem Film Fridays After Next in der Rolle des Money Mike. Ah jo, Digga, geil! Seitdem hat Cat in über 40 Filmen mitgespielt und 1900 Der ist schon funny, der Cousin. Organisiert. Die Rolle des Money Mike war einer der Gründe, warum er kürzlich ein Interview bei Shannon Sharp gegeben hat. Rick Smiley behauptete, dass er eigentlich die Rolle des Money Mike bekommen sollte. Cat Williams sagt, er ist ein Lügner und dass es nie so war. Wer Cat Williams beobachtet, weiß, dass er in fast jedem seiner Interviews Informationen aus Hollywood preisgibt und über die dunkle Seite Hollywoods spricht. Starker Dude, Digga, auf jeden Fall. Respekt. Bereits 2006 deutete er in einem Comedy-Special auf fragwürdige Geschehnisse auf Hollywood-Partys hin und äußerte sich als erster zum damaligen Verschwinden von Dave Chappelle. Über das Thema Dave Chappelle habe ich schon mal ein Video gemacht, aber lass uns noch starkes Video auch ganz kurz darauf eingehen, da er von Cat Williams erwähnt wurde. Auch war Dave Chappelle einer der ersten, der behauptet hat, dass Promis zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Karriere Kleider anziehen müssen. Und letztendlich hat es auch dazu gedient, diese ganze LGBTQ-Agenda einzuleiten. Ich weiß nicht, ob das damit eingeleitet wurde, aber das geht auf jeden Fall Hand in Hand ein bisschen so. Chappelle arbeitete damals an der dritten Staffel der Chappelle-Show. Als es zur Abrechnung kam und ihm gesagt wurde, dass er nur 10% statt dem vereinbarten 50% erhält, lehnte er ab und flog nach Afrika. Auf jeden Fall Free Africa. Standen, nachdem er nach Afrika geflogen ist, viele Gerüchte. Die Produzenten. Ich komm bald auch. Mach dir keine Sorgen. Mama Afrika. Lovlo kommt nach Hause. Show soll nach Angaben von Dave Chappelle das Gerücht gestreut haben, dass er süchtig nach Crack wäre und nach Afrika geflogen sei, um dort zu konsumieren. Danach kam Cat Williams in ein. Voll so an den Haaren herbeigezogen. Macht überhaupt gar keinen Sinn so. Wenn du süchtig nach Crack bist und konsumieren willst, dann bist du in Amerika besser aufgehoben als in Afrika. Radioshow und hat Dave Chappelle verteidigt. Er behauptete, dass Dave Chappelle, nachdem der Produzent ihm nur 10% anstatt dem vereinbarten 50% geben wollte, gefragt hat, was er denkt, was seine Fans sagen würden, wenn sie erfahren, dass man ihn abziehen will. Der Produzent antwortete, bis du zu Hause ankommst, werden die Leute denken, dass du ein verrückter Junkie bist.
Und genau das ist damals passiert. So, die haben das sogar mit Ankündigung. Ich wollte gerade sagen, der Cousin ist auch Muslim, ne? Accused of being a crackhead. They said he made too much for the contract to be valid, so we'll offer you 10% of what you made. You mean he made 500 million and they offered him 50? Yes. And he said, what do you think my fans are gonna say when they find out you offered me 10% of what I made you? And they said, your fans will believe that you're a crazy crackhead by the time you get home. Boom. And my nigga got on a flight in L.A. and by the time he got to Ohio, it was wow. So. Nach seiner Zufall, wa, Leute? Kerr behauptete Chappelle, dass Geld nicht der einzige Grund für seine Flucht war. Man versuchte ihm ein Kleid anzuziehen, ihn als verrückt darzustellen und Psychopharmaka zu verabreichen, um ihn besser kontrollieren zu können. Er sagte ihm viel auf, dass man schwarze Künstler, bevor sie das nächste Level der Karriereleiter erreichen, zuerst mal ein Kleid anziehen lässt. So. Echt gehen wir darauf ein, warum das angeblich gemacht wird. Und das. Da bin ich jetzt gespannt, Majuza. Mal gucken, ob ich da schon vielleicht in die richtige Richtung gedacht habe. Künstler. When I connect dots that maybe shouldn't be connected, I don't know. But certain dots, like when I see that they put every black man in the movies in a dress at some point in their career, I'll be connecting that dot, like, why all these brothers gotta wear a dress? This happened to me. They were trying to get me to take psychotic medication. The people that were telling me I was insane, I believe that they knew what was going on. In seinem neuesten Interview erzählt Cat Williams nun, dass er auch in ein Kleid... Mann, diese Insane-Sache wird doch bei allen Leuten ausgepackt, die versuchen an der Wahrheit, die versuchen Dinge zu exposen oder die Wahrheit den Leuten zu sagen, gerade wenn die einen heftigen Influence haben. So. Das ist sogar bei Leuten auch im deutschsprachigen Raum. Wenn du mal ein bisschen outside the box denkst, hast du Psychose. Ich habe gesagt, Corona ist ein Scam, Digga, die verarschen uns, geht raus. Für die hatte ich auch eine Psychose, weil ich vorher nur Mainstream-Sachen gemacht habe und dann auf einmal mich hingesetzt habe und auf einmal gegen den Staat, für die Menschen, meine Stimme erhoben habe und meine Karriere riskiert habe. So. Das haben die bei jedem versucht, der das getan hat. Bei jedem, ausnahmslos so, weißt du? Ob es ein Kanye ist, ob es ein DMX ist, ob es ein Pac ist, so. Das ist einer der Keulen einfach, die dann draufgehauen werden. Der hat eine Psychose. Wenn das nicht funktioniert, dann sagen die Crack hier, wie bei ihm, wenn das nicht funktioniert, der hat Sexual Assault, irgendwas, irgendwelche Frauen, irgendwas, dies, das, bla bla bla. Es sind auch immer die gleichen Keulen im Endeffekt. ...steckt werden sollte. Martin Lawrence sagt ihm, dass er ihm eine Rolle klärt, in der sie zusammen Polizisten spielen. Cat Williams hat sich zuerst gedacht, dass was in die Richtung Bad Boys wird. Doch Lawrence besorgte ihm eine Rolle im Film Big Mama's House 2. Wie bestimmt viele von euch wissen, geht es im Big Mamas Haus um einen Polizisten, der sich als Frau verkleidet, um Undercover-Verbrechen aufzuklären. Cat Williams sagt, es war ein großer Schock, dass gerade Martin Lawrence ihm diese Rolle andrehen wollte. Er lehnte die Rolle ab und sagte aus Wut, sie sollen lieber Brandon T. Jackson nehmen, was schließlich auch geschah. Martin tried to put me in my first dress. Krass. When he had to go on his hiatus, he tell me, Cat, when I come back, I need you. You my young partner, you my brother in comedy. When I come back, just promise me that my next movie, it'll be me and you. We gonna do it together. We gonna do some buddy cop shit. You know, we get in that office and this fool pull out Big Mama's House too. I almost died. Why do we need to be in a dress? And I get so mad, I say, you don't want me. You want Brandon T. Jackson. And that's who they went and got. Brandon T. Jackson sagte damals in einem Interview, dass Cat Williams ihn sogar gewarnt hat und ihn immer wieder gesagt hat, zieh das Kleid nicht an. Er hat zuerst gedacht, dass Cat Williams ihn irgendwie runtermachen will. Doch später erkannte er, dass er ihn eigentlich nur gewarnt hat. Geil, bei Tyson. T. Jackson glaubt sogar, dass hinter diesem ganzen Kleiderritual etwas Spirituelles steckt. So, jetzt erzähl mal, Digga, da bin ich jetzt hellhörig. Er behauptet, dass er sich danach wie verflucht gefühlt hat. Er sagt auch, dass Martin Lawrence ebenfalls, nachdem er das Kleid angezogen hat, nicht mehr derselbe war. Okay. Cat Williams. Cat Williams was trying to always say, Brandon don't wear a dress. I was cursed by it. I believe it was a curse that went with that personally, because nothing went right since then. Krass, Digga. That's true. No one can tell me, hey man, you thinking too much, man. You see what I mean? Everything went wrong. Just like everything went right. Everything went wrong when I put on that dress. Even with Martin, things went wrong when he did it too, because Martin is very anointed. Martin is a very strong man. And Dave Chappelle said that too. He says things about that too. But something's changed. No, he definitely had like a lot of fire
Honestly, I think it's a spiritual thing, but everyone has their own journey. Mm-hmm. I can't say what it is. I don't know. I think, you know, for me, I can only speak for my journey. Once I put the dress on and I had that fire was put out. Wie er sagt, dass nachdem er das Kleid angezogen hat, das Feuer nie mehr löschen. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum man Künstlern überhaupt ein Kleid anziehen lässt. Krass, okay. Der sagt, das ist so eine Art Fluch oder so, wa? Oder du fühlst dich, und ich kann mir auch vorstellen, keine Ahnung, Alter, wenn du jetzt ein Mann bist, der wirklich, also ich kann mir auch nicht vorstellen, einfach, weil du musst ja dann auch die richtige Rolle spielen, so, das ist ja nicht, du ziehst es ja nicht nur kurz an und dann bist du raus, so, du gehst ja richtig da rein dann und bist dann eine Frau quasi mit dem Kleid und so. Vielleicht nimmt es dir auch Ehre, Stolz weg, so, wenn du sowas tust, weißt du, kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen, wenn du jemand bist, der vielleicht wirklich ein, also jetzt, es gibt ja Männer, die sind mehr feminin, Männer, die sind mehr maskulin, so, weißt du. Und wenn du gerade so ein richtiger G bist so und dann dazu gezwungen wirst, beziehungsweise dir das dann angeboten wird, wenn du dann mitspielen willst, musst du so und so, kann sein, dass dich das ein bisschen emasculated-mäßig, weißt du? Thema, warum Männer Frauenkleider anziehen müssen, wird viel spekuliert. Es betrifft nicht nur schwarze Künstler, auch weiße... Krass, Digga, das ist doch auch, Digga. Entertainer müssen Kleider anziehen. Leute, bei so Geschichten gehen immer mehrere Versionen rum. Das ist aber auch eine Sache, wo ich sage, das ist auch ein bisschen Beeinflussung wahrscheinlich so, weißt du? Wenn du deine größten Stars siehst mit so einem Kleid und die auf Frau machen und so, das kann schon auch Hand in Hand mit dieser ganzen LGBTQ-Entwicklung gehen, dass die unseren Kindern quasi eintrichtern, dass das normal ist, als Mann wie eine Frau auszusehen und andersrum. Gehen wir mal auf zwei verschiedene Geschichten ein, warum man so etwas überhaupt machen sollte. Die erste Behauptung ist, dass es was mit der... Das ist auch... ...Mafia im Entertainment zu tun hat. Guck dir das an, Digga. Willst du mich verarschen? Das ist doch nicht gesund, Digi. Man will sozusagen die Leute auf Männer in Frauenkleidern desensibilisieren und man versucht, so, das Ganze zu normalisieren. Wenn ihr euch dieses ganze Entertainment-Ding anschaut, ob Musik oder Film, werden sozusagen die Rollen vertauscht. Männer werden feminin dargestellt und weisen feminine Eigenschaften auf. Ja. Da steckt auch ein Plan dahinter, meiner Meinung nach. So. Ist eher so, dass Männer immer femininer werden und Frauen immer maskuliner. Und die Beziehung zwischen Mann und Frau auch nicht mehr so richtig vibet. So. Funktioniert nicht mehr richtig, weißt du? Die Mädels sagen, ach, die Männer sind alle Pussys draußen, werden selber stark. Die Jungs sagen, oh, die Frauen sind zu stark, Digga, das ist mir zu anstrengend, weißt du? Das ist keine positive Entwicklung, wenn ich das so sagen darf. Und das wird halt auch hart promoted. Diese Künstler, die halt so rumlaufen wie Eulen und so, die werden halt auch vom Mainstream hart promoted, so. Ne? Ich glaube, UFO in Deutschland, so UFO 361, die laufen doch auch schon mit Weibersachen rum, oder? Frauen maskulin dargestellt werden und maskuline Eigenschaften aufweisen. Außerdem will man, wie Brandon T. Jackson vorhin gesagt hat, diese Leute entmannen. Der Schauspieler Tommy Lister hat dieses Thema schon vor ca. 30 Jahren angesprochen. Er ist im Jahr 2020 gestorben. I'm the most feared man in Hollywood. They don't like me in Hollywood. Why do they not like you in Hollywood? I don't wear dresses. I don't do that gay stuff on TV. You had to get some other black person to do that stuff. I'm talking, that's gutter. So, das hat ein G, Digga, der macht nicht mit. Tough guys, but young kids want to be soldiers. Young kids don't want to follow a guy to wear a dress. You know what I'm talking about. Die andere Geschichte ist, dass es eine Art von einem Demütigungsritual ist, auch als Initiationsritus bekannt. In Amerika sagt man Hazing dazu. Einer sagt, Leon, kannst du mir zustimmen, wenn man als Mann Fingernägel färbt, ist was falsch? Safe. Ich persönlich, Digga, sag ja. Es gibt Leute, Digga, die ich damit sehe und so. Ich sag, wenn du als Mann auf der Couch mit deiner Frau zusammen die Fingernägel lackierst, dann läuft irgendwas falsch, Digi. So. Die andere Geschichte ist, dass es eine Art von einem Demütigungsritual ist. Auch als Initiationsritus bekannt. Digga. In Amerika sagt man Hazing dazu. Bei uns in Deutschland sind diese Sachen nicht so bekannt, aber in Amerika gibt es sogar Hotlines. Demütigen, ja, das machen die ja auch in Colleges bei den Aufnahmeritualen für diese Studentenverbindungen und so. Wo man sich melden kann, wenn man Opfer von Hazing ist. Die meisten von euch kennen minimum einen Film, wo ihr das schon mal gesehen habt, in einer anderen Form. In den Filmen wird das immer gemacht, bevor man einer College-Vereinigung beitreten kann. Ich zeige euch mal zwei kurze Szenen aus dem Film So High und Der Prinz von Bel-Air, damit ihr genau wisst, was gemeint ist. Oh, Digga, bester Film, Digga, hab ich 100 Mal geguckt, ich schwör. Wir in Harvard legen großen Wert auf Tradition. Was ist denn das? Harvard ist stolz auf seine Tradition. Das ist Toilettenwasser. Und dieser Stolz. Diese Szene ist die geilste, wo die dann sich so verstecken und dann.
aus seiner Stimme quasi dann so den Professor beleidigen und die denken alle, dass der das war, der Beste. Teil meines Aufnahmerituals, was dagegen? Nö. Top Dog, euren Chef. Schade, dass sie das nicht zeigen, Digga, das ist voll lustig. I need money, bester Mann, ich schwöre, ja. Anwärter, ich hoffe, ihr mögt eure neuen Uniformen. Ihr werdet sie eine Woche lang tragen. Sieht aus, als könnte unser Boden ein bisschen gescheuert werden. Ein bisschen bohnen und polieren könnt ihr auch vertragen, hä? Eine gute Idee, Anwärter Banks. Anwärter, an die Arbeit! Bevor man einer amerikanischen College-Vereinigung beitreten kann, muss man ein Initiationsritual machen. Oft auch mehrere. In den meisten Fällen ist es etwas Demütigendes. Wie in dem vorherigen Clip, Toilettenwasser trinken, Unterhosen von Mitgliedern dieser Vereinigung sauber machen und anderes Zeug in diese Richtung. Bei Skull and Bones und so, da geht's noch viel heftiger zur Sache, sag ich dir ehrlich. Bei Skull and Bones eine Digga, ich schwör auf meine Mutter, ich hab nicht gewusst, dass der das jetzt manchmal... Ey, das ist so crazy, Digga. Ich denk an Sachen, ich sag die und im Video auf einmal eine Sekunde später sagt der genau... in Yale, deren Mitglieder zum Beispiel krass. George Bush und viele weitere Präsidenten sind, soll das zum Beispiel mit Männern nackt in einem Sarg liegen, sich das Geheimnis zu erzählen und zu probieren. Das behaupten nicht Theoretiker im Internet, sondern ein Artikel der Washington Post. Angeblich krank. Ist heute, wie der Artikel sagt, zivilisierter zu sich gehen. Aber viele bezweifeln das. Sowas ähnliches soll das auch mit den Kleidern sein. Und dies wird aus mehreren Gründen gemacht. Zuerst will man sehen, ob es dem Bewerber wirklich ernst ist und er irgendwelche moralischen Riegel oder Prinzipien hat. Es soll ebenso eine psychische Bindung aufbauen. Auch will man sehen, ob der Bewerber Befehle befolgt und macht, was ihm gesagt wird, egal was es ist. Der Rapper Smart hat dieses Thema mal angesprochen. Er behauptet ebenfalls, dass bevor man in die nächste Ebene des Erfolgs gelassen wird, zuerst mal durch Initiationsriten muss. You gotta look at what's going on, so you understand the purpose of it. Yes, if you're in a fraternity, right? And, or you're in an army, or you whatever it is, there's levels. You can't get, if you're a police officer, a sergeant, they got stripes on it, you know what I mean? Yeah, yeah. They got stripes for reasons. Them bars represents years, nigga. You heard? Yeah, yeah. So in order for you to climb this ladder, every ladder of success, there's a level of hazing attached to it. These are the rituals, because that's their ritual. That's their rite of passage to get to the next level of witchcraft, magic, or whatever that is. Ebenfalls behauptete Cat, dass er und der Rapper Ludacris zu einem, wie er es nennt, Illuminati-Ding eingeladen wurden. Da deutet er ebenfalls das Thema Hazing an. Ludacris, geil, Digga, damals. Vorhin besprochen haben, gibt es verschiedene Arten von Hazing. Natürlich zieht nicht jedermann, der aufgefordert wird, ein Kleid an. Für manche Rapper zum Beispiel wäre das ein Image-Schaden. Sie würden Einfluss verlieren und wären so eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Deshalb... Move, bitch, get out the way, Bruder, Luda. Bester Mann. Es gibt weitere Formen von Hazing. Zum Beispiel etwas opfern, das man liebt. Und damit ist nicht unbedingt ein Menschenopfer gemeint. Zum Beispiel sagt Cat Williams, dass Ludacris sich eine Glatze schneiden musste und er danach einen Vertrag von über 200 Millionen Dollar unterschrieben hat. Dazu gibt es auch eine sehr interessante Aufnahme. Hört euch zuerst die Worte von Cat Williams an und dann kommen wir zu der Aufnahme. Are you related to Luda? So there was a crossroads where we were both invited to an Illuminati thing. And it had to be one or the other of us, and decisions had to be made. So it was both of us, we were equal. One of us. Die sehen sich ein bisschen ähnlich auch, ne? They cut off all their hair and couldn't do the sideburn thing no more with the points. And the next person they said was going to get $200 million because they were going to pay him $10 million a movie to do 20 movies. Das Interessante an der Sache ist, dass Ludacris es mal selbst bei einer Preisverleihung erwähnt hat. Nachdem er einen Grammy gewann, sagte er, also ihr erzählt mir, dass ich nur meine Haare schneiden musste, um einen Grammy für das beste Rap-Album zu gewinnen? Was? Es kann natürlich ein Zufall sein, aber es ist schon auffällig, dass Cat Williams Wie meinst du Zufall, Digga? Das mit dem Haare schneiden erwähnt und Ludacris es auch erwähnt und dann genau wie Cat es mit Erfolg in Zusammenhang bringt. So y'all telling me all I had to do was cut my... Ey, wie die Hände eben gehalten haben, war ein bisschen komisch, Digga. Wer ist denn der Bruder neben ihm? Auch erwähnt und dann genau wie Cat es mit Erfolg in Zusammenhang... Bisschen zu lange auch so, oder? ...Zusammenhang bringt. So y'all telling me all I had to do was cut my hair to win the best rap album, that's what y'all telling me, huh? Außerdem erklärte Cat, dass sein einziges Ziel in Hollywood darin bestand, einen unberührten Hinterausgang zu haben. Er deutete an, dass sich in Hollywood jeder irgendwann mal in seiner Karriere bücken muss. My goal was to get this far in Hollywood and still have a virgin asshole. Wichtig, Digga, wichtig. And I never has sucked the penis.
Auf die geil, Digga, Alter. Krass, dass die so oft noch reden in Amerika manchmal, ne? Feier ich hart, Bro. Sag ich dir ehrlich. Behauptung von Cat Williams hat Ludacris auch geantwortet. Zuerst mal sagt er, dass er kein Teil dieser Gesellschaft ist, die wir vorhin erwähnt haben. Auch ging er auf die Sache mit dem Bücken ein. Er sagt, er hat seine Partys immer nur mit Frauen verlassen. When I was born, never been Illuminati, only a Ludinati, and I only left with bitches when coming from any party. Now I'm... Hier gibt es wieder ein paar interessante Aufnahmen mit dem Filmproduzenten Quincy Jones. Quincy Jones wurde schon mal in dem Will Smith Video erwähnt. So, das war Quincy Jones, dessen Hand der da gehalten hat, Digi. Und zwar behauptete Professor Griff von Public Enemy, der ja auch schon immer mal wieder in den Videos auch Teil war, dass er irgendwelche Leute versucht hat auf so einen Gay-Film. Oh shit. Goddamn. Digga, Kombucha läuft einfach drin, na Mann. Fuck. Dass Will Smith für die Rolle des Prinzen von Bel-Air etwas mit den Produzenten Quincy Jones und Benny Medina hatte. Nun sind natürlich Aufnahmen an die Oberfläche gelangt, die von manchen genauso gedeutet werden. Nur zwischen Quincy und Ludacris. Normalerweise würde man sich nichts Falsches denken, wenn jemand die Hand von einem so nimmt. Sie saßen nebeneinander und vielleicht wollte er nicht mit der rechten Hand rübergreifen. Aber durch die Vergangenheit von Quincy... Siehst du, ich hab das fand das schon eben schon ein bisschen suspicious. Nun viele, das ist eher so wie, du bist meine Freundin gemeint war. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Worte von Ellie Vegas erinnern. Er sagte damals, dass viele der Produzenten oft die kleinen Rapper als Freundinnen nehmen. Man, like a lot of these niggas don't be hanging out. These niggas be girlfriends to these niggas. Yeah, exactly. They be yeah. girlfriends to the bigger niggas. Like. Yep. Auch macht er eine Behauptung, die merkwürdiger ist als die anderen. Sure, das habe ich auch schon öfter gehört, schon lange, Digga. Williams sagte, dass afroamerikanische Industry Plans, einschließlich Ludacris, Frauen mit bestimmten Eigenschaften kriegen. Er sagte, Teil ihres Programms ist, dass man eine hellhäutige Frau kriegt, die nie Interviews oder Statements abgibt. Das trifft auf 8 Künstler zu. Später deutete er an, dass Teil dieses Vertrags auch ist, dass sie immer was gegen den jeweiligen Künstler in der Hand haben, um ihn zu stürzen, falls er die falschen Sachen anspricht. Vielleicht ist das die Antwort auf die Frage, warum sie diese Frauen kriegen. Just like that. Maybe I'm a conspiracy theory, but I thought... Ja, Bruder, sind wir nicht alle Verschwörungstheoretiker, meine Jutzen? Ist einer von uns, Bruder. Wie gesagt, wer 2024 kein Verschwörungstheoretiker ist, der hat irgendwas falsch gemacht. William said, any time they make you into that position, part of that contract is, you do understand, whenever we want to take you down, we can, right? Ist so, Digga, das macht für mich aber auch voll Sinn, sag ich dir ehrlich. If you sign up for their program, genauso wie mit den Jungs innen, die bei Epstein da am Start waren, so. Die haben irgendwas gegen die Leute in der Hand und wenn die irgendwas falsch machen, dann werden die fallen gelassen und exposed und angeklagt und in den Knast geschoben und was auch immer so. Die brauchen doch irgendwas, damit die denen auch klar machen können, du hast deine Schnauze zu halten, so. You get a light skin, weird face wife that never do an interview. Oh, man, listen. Der Digga sagt, what the fuck, Bruder, der ist zu tief drin jetzt gerade. 20 years. Do an interview. No. Ja, Digga. Has ever talked to her and that she's never been interviewed anywhere. And now, understand, I'm not talking about one person. What I just told you applies to 7 people. Kurz zum Thema Industry Plans. Industry Plans sind Personen, bei denen es den Anschein hat, dass sie einen normalen Aufstieg in der Unterhaltungsbranche hatten, es aber nicht der Fall ist. Sie sind Künstler, die von der Industrie gepusht werden und oft größer gemacht werden, als sie eigentlich sind. Ihr kennt es bestimmt, wenn ihr plötzlich das Gesicht von beispielsweise einem Rapper überall seht. Man hört überall seine Musik und sieht überall sein Gesicht, aber man weiß nicht so richtig, von wo dieser Künstler gekommen ist. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist dieser Künstler eine Industry Plant. Er hatte also keinen normalen Aufstieg, wie zum Beispiel zuerst mal eine Fanbase aufbauen, sondern wurde direkt überall gepusht. Bobby Schmörder behauptet sogar, dass es ganze Trollfarmen gibt, die für den Anfang den Anschein erwecken sollen, dass ein bestimmter Künstler beliebt ist. Ja, ich meine, das Phänomen hatten wir ja bei uns im Land auch schon, ne? Dass irgendwelche Künstler um Ecke gekommen sind und auf einmal mit dem ersten Musikvideo mehr Klicks gemacht haben als Drake so. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Sie haben einen neuen Künstler und niemand kennt ihn. Man braucht natürlich Leute, die unter seine Beiträge kommentieren und so machen, als ob sie seine Fans sind. Die Klickzahlen müssen natürlich auch in die Höhe gebracht werden, weil ihn am Anfang keiner kennt. Man muss den Hype künstlich erzeugen, damit der Künstler auffällt. Und dafür gibt es ganze Trollfarmen. Die kommentieren, liken und die Klickzahlen werden natürlich auch ständig hochgehalten. Sie werden sozusagen hochgefaked. Am Anfang sind die Klicks vielleicht noch gekauft und später werden vielleicht auch nochmal welche nachgekauft, wenn der Hype des Künstlers ein bisschen runtergeht. Aber oft werden diese No-Name-Rapper dann einfach zu Weltstars, die wirklich berühmt werden, da sie ja überall von der Industrie gepusht werden.
Nach den Behauptungen von Cat Williams soll es im Bereich Comedy genauso passieren. Da läuft das dann so ab, dass der jeweilige Künstler dann direkt eine Show bekommt oder Dokumentationen über ihn gedreht werden. Es sind Leute... Das ist ja das Abgefuckte an dieser ganzen Entertainment-Industrie. So, du weißt gar nicht mehr, was echt ist und was fake ist, so, weißt du? Leute werden von der Industrie gepusht, die einfach konform sind und die einfach brandsafe sind, die einfach so wie Puppen sind, die man komplett steuern und lenken kann, die nicht aus der Reihe tanzen. Und Leute, die sich wirklich einen Erfolg aufbauen über Jahre, Jahrzehnte und eine starke, stabile Fanbase haben, aber vielleicht hier und da mal Dinge sagen, die nicht dem Mainstream entsprechen oder auch mal ein bisschen crazy sind, die werden dann gecancelt und unten gehalten, so weißt du. Es ist für mich unfassbar, dass so ein Künstler wie Keanu zum Beispiel zu kämpfen hat mit seinen Zahlen und dass er überhaupt noch in der Industrie irgendwie stattfindet, obwohl der so viel Gas gegeben hat und so viel auch schon bewegt hat und so viele krasse Songs gemacht hat, so, und ein etablierter, heftiger Künstler ist und jetzt von der Industrie extrem unten gehalten wird und irgendwelche NPCs, Digga, die eigentlich gar keine Message haben und die nur über die gleiche Scheiße jedes Mal rappen und singen, und gar keinen Flavor haben, keine richtig krassen Künstler sind so, werden extrem hart gepusht so. Das ist traurig, Mann, in dieser ganzen Szene. Realness ist das, ist halt fehl am Platz mittlerweile in dieser Szene, so, weißt du? Und das ist halt traurig so, weil, ja, weiß ich nicht, Digga. Ich finde Kunst und Künstler sein und jemand, eine Person zu sein, der quasi ein Star ist oder der dem viele Leute zuhören, muss auch jemand sein mit Werten, Digga, der für irgendwas steht auf eine gewisse Art und Weise, so, weißt du? Und wenn diese alle unten gehalten werden, dann hast du nur noch Künstler, die von der Jugend angehimmelt werden, die keine Werte haben, keine Ecken, Kanten haben, keine richtige Überzeugung haben und nur die ganze Zeit irgendeinen Müll in deren Gehirne reinfetzen, so, weißt du? Das ist halt sad. He already had his deals when he got here. Have we heard of a comedian that came to LA and in his first year in LA he had his own sitcom on network television and had his own movie called Soul Plane that he was leading? No, we've never heard of that before that person or since that person. What do you think a krass is? Cat Williams sprach auch über eine Begegnung mit dem ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein. Der soll ihn vor all seinen Leuten gefragt haben, ob er ihn befriedigen darf. They canceled me for talking about Harvey Weinstein before the thing came out, but he offered to suck my ass in front of all my people at my agency. Auf Harvey Weinstein sind wir im letzten Video kurz eingegangen, aber lass uns mal kurz darauf eingehen, wer überhaupt ist. Harvey Weinstein. Wer ist denn der Maniac? Der hat doch auch irgendeine Scheiße gebaut, ne? War ein US-amerikanischer Filmproduzent. Er gründete die Produktionsfirma Myra. Und mit Clinton und mit den Obamas zu sehen, das ist schon mal suspicious auf jeden Fall, mit den Clintons und mit den Obamas. Was hat er nochmal gemacht? Auch irgendwas mit Frauen oder so, ne? Und Weinstein Company und produzierte ab den 1990er Jahren zahlreiche bekannte Filme. Darunter Kill Bill Volume 1 und 2, Scream, Scary Movie, Herr der Ringe und viele weitere. Am 10. Oktober 2017 veröffentlichte Ronan Farrow einen Artikel, der die Vorkommnisse in Hollywood aufdeckte. Ursprünglich gaben 16 Frauen den Anstoß, von denen 13 behaupteten, dass sie belästigt und 3 vergewaltigt wurden. Später meldeten sich weitere 96 Frauen mit Anschuldigung sexueller Belästigung und sexueller Übergriffe, während 16 weitere von Vergewaltigung sprachen. Insgesamt gab es 109 Anklagen wegen sexueller Belästigung oder Übergriffe sowie 19 wegen Vergewaltigung. Oh shit. Viele dieser Vorfälle erstrecken sich über Jahre. Einige Opfer berichten von Übergriffen zwischen 2004 und 2013. Vielleicht sagt euch MeToo etwas. Die MeToo-Bewegung entstand als Reaktion auf die Enthüllung, weil sich immer mehr Frauen meldeten. Der Journalist von dem... Das ist halt, das hat halt mittlerweile auch, das ist crazy auf jeden Fall, aber das hat mittlerweile auch Ausmaße angenommen, die nicht mehr gesund sind, so, weißt du? Ich krieg das mit in Amerika. Teilweise kommen einfach Frauen nach 20 Jahren um die Ecke und behaupten, dass irgendein Schauspieler oder irgendein... Jetzt so ein junger, schwarzer Schauspieler, ich weiß nicht, wie der heißt, Digga. Da gab es auch wieder so einen Fall, wo die Frau irgendwie, ich habe mir die Videos voll reingezogen, die Frau hat irgendwie, wollte ihn zwingen, dass ihr das Handy von ihm zu geben, weil die irgendwie vermutet hat, dass der noch irgendwas mit anderen Eulen hat da am Laufen und so, und er wollte es ihr halt nicht geben und die ist halt durchgedreht dann und er ist dann weggerannt vor ihr. Da gibt's auch Videos, Digga. Da gibt's Videos, wie der so durch New York rennt und die rennt ihm hinterher, der rennt einfach weg, der will keine Probleme haben, so, weißt du? Und der hat die nur kurz so hochgehoben und versucht wieder ins Auto rein und ist dann weggerannt und die ist ihm dann hinterher und so. Und der wurde auch angeklagt. So, und dann gibt's auch noch ganz andere Sachen, die gerade schon ein bisschen Überhand nehmen mit dieser ganzen MeToo-Sache. So, da kommen halt irgendwelche Girls, die sagen, vor 20 Jahren hat der mir so und so gemacht
und machen eine Zivilklage irgendwie und kassieren dann Geld ab und der Name von dem Künstler oder von dem Schauspieler wird dann in den Dreck gezogen. So. Ich sag nicht, dass das nicht der Fall sein könnte, aber ich glaube, das nimmt Ausmaße an, wo einfach irgendwelche Ex-Frauen dann einfach sagen, ey Bro, ich brauche ein bisschen Cash, so, ich habe früher mal was mit dem oder dem gehabt, so, ich gehe jetzt einfach in die Öffentlichkeit und sage, dass der mich so und so gemacht hat, weißt du? Dann nehme ich das Cash mit und dann passt es so, weil die meisten von den Leuten bezahlen dann auch, die bezahlen dann auch, bevor es noch weitergeht mit der Klage, so, weißt du? Die sagen dann lieber, hier, nimm 5 Millionen, das sind Milliardäre oder was, weißt du? Nimm deine 3, 4, 5 Millionen und halt dein Maul, so, weißt du? Und das ist halt auch gefährlich, deswegen, ja. Ja, das wollte ich nur mal erwähnen hier. Sprachen veröffentlichte auch einen Mitschnitt einer belastenden Tonaufnahme aus einer Sting-Operation der Special Victims Unit der New Yorker Polizei aus dem Jahr 2015. In der Aufnahme ist zu hören, wie Weinstein das Model Ambra Gutierrez auffordert, in sein Badezimmer zu kommen und ihm 5 Minuten zu geben, um sich anzuziehen. Es ist aber zu hören, dass er mehr als nur das beabsichtigt. Er wollte anscheinend, dass sie für eine Nummer reinkommt und dann wieder geht. Gutierrez erwähnte in der Aufnahme, dass der vorherige Tag ihr zu viel war und sie offenbar Angst hatte. Außerdem ist zu hören, dass dies scheinbar das erste Mal war, dass er sie belästigt hat, da sie nachfragte, warum er am Tag zuvor ihre Brust berührt hat. Weinstein antwortete, dass er daran gewöhnt sei. Okay, der Bruder sieht aber auch aus wie so ein bisschen so ein ekelhafter Creep, Digga, weißt du, wie ich meine so? Wenn man das mal so ehrlich sagen darf an der Stelle. Wo ich hellhörig werde, ist, wenn halt diese Vorwürfe rausgeballert werden bei Jungs oder so, die halt einfach voll attraktiv sind und eigentlich jeden Tag so viel Frauen haben könnten, wie die wollen, weil die auch einen heftigen Fame haben. Und dann werden denen so eine Vorwürfe, da werde ich immer ein bisschen skeptisch. Kann es sein, dass diese Leute sowas auch machen? Natürlich kann das sein, so. Aber ich glaube, es wird auch ausgenutzt teilweise von der weiblichen Perspektive, so, weißt du? Da muss man immer ein bisschen aufpassen, so. Weil heutzutage ist halt auch einfach so, dass, egal um was es geht, die große breite Masse ist eigentlich immer auf der Seite von der Frau dann im Endeffekt. Weißt du, was ich meine? So, also der Maskulin wird schon hart angegriffen und wenn du ein bisschen männlich bist, so, dann hast du Probleme. Deswegen ist auch so in Amerika teilweise, wenn du ein Star wirst in Hollywood oder wenn du ein Rapper bist oder so, die meisten Leute sagen, heb alles auf, heb alle Textverläufe auf, mach am besten Videos, wenn du dich mit den Frauen triffst und so, damit du immer schön auf der sicheren Seite bist. Nicht, dass die nach 10 Jahren kommen und dich dann verklagen und sagen, der hat so und so und so gemacht, weißt du? Okay, das ist ekelhaft. Und das ist auch so eine Sache, Dicker. Wenn Frauen sowas ausnutzen und da gar nicht wirklich was dran ist, dann verlieren auch andere Frauen, die vielleicht die Wahrheit sagen, ein bisschen Glaubwürdigkeit. Oha, du Hurensohn. Ekelhafter. Digga, ey, das ist so eklig. Wenn ich sowas mitkriegen würde, ich. Don't you ruin your friendship with me for 5 minutes. Das Krasse an der Geschichte ist, dass eigentlich jeder wusste. Mehrere Jahre bevor die Sache aufgeflogen ist, wurde darüber sogar mehrmals im Fernseher gescherzt. Our next presenter starred in Netflix's Bird Box, a movie where people survive by acting like they don't see a thing. Sort of like working for Harvey Weinstein. So beautiful, Harvey Weinstein has already asked tonight up to his hotel to give him a massage. Die machen einfach Witze darüber. Ladies no longer have to pretend to be attracted to Harvey Weinstein. Oh, please. Krass, Digga, das ist ja eklig. I'm not afraid of anyone in showbiz. Paar Frauen lügen, aber viele Männer sind einfach eklig und begehen solche Dinge. Ich würde nicht sagen viele, ich glaube, das sind wenige Männer, die das tun, so. Aber es gibt auf jeden Fall welche, die das tun, weißt du? Klar, Digga, ich will hier nicht das eine oder das andere, weißt du? Ich sag, hundertprozentig gibt es Männer, die so eine ekelhaften Sachen machen und die müssen auch bestraft werden dafür. Ist auch richtig so, dass die bestraft werden. Aber ich bin mir auch sicher, dass es Frauen gibt, die das ausnutzen und dann Männer verklagen und so, die vielleicht gar nichts getan haben, so, weißt du? Einfach, weil die einen Hasskick auf diese Männer bekommen. Oder weil die sich denken, guck mal, der Wichser hat eine neue oder der hat voll viel Geld und ich bin jetzt hier alleine und der hat mir damals Versprechungen gemacht und dies, das, bla, bla, bla. Da muss man einfach immer genau hingucken, so, weißt du? Aber ja, ich gebe dir recht. Es ist halt
Ja. I turned down intercourse with Harvey Weinstein on no less than 3 occasions out of 5. Look, I get it. I know how former lovers can have a hold over you long after they're gone. In some ways, I'm still pinned under a passed out Harvey Weinstein and it's Thanksgiving. Die Frage, die man sich stellen sollte, ist, wieso es nicht... Die lassen es einfach lächerlich aussehen für das Narrativ. Ja, ne? Voll eklig. 12% der Männer sitzen wegen solchen Taten unschuldig im Knast. So, das darf man halt nicht ausblenden, weißt du? Man muss vorsichtig sein. Es kann nicht sein, dass also ein Kumpel von mir saß 6 Monate in Urhaft, weil seine Freundin, mit der er zusammen war, behauptet hat, er hat die vergewaltigt. So. Weißt du? Das ist halt heftig, Mann. Da darf man auch nicht einfach so locker mit umgehen und sagen, ja, egal wer sagt, egal welche Frau nach vorne kommt und sagt, der und der hat mir das und das angetan, das muss man immer glauben, weil Männer sind alle Schweine und Frauen haben immer recht. Das geht halt auch nicht. Man muss differenziert an die Sache rangehen, so, weißt du? Aufgeflogen ist. Jeder hat ja gewusst, was los ist. Teilweise hat Cat Williams diese Frage ebenfalls beantwortet. Er sagte, ganz Hollywood ist sowas wie eine Gang, die alle nicht reden, weil sie von dem Ganzen profitieren. Sie kriegen Geld, um bei bestimmten Themen leise zu sein. Sie haben in den meisten Fällen Verträge, die ihnen gar nicht erlauben würden, ihren Mund aufzumachen. Außerdem sind viele selber in diese oder andere fragwürdige Sachen verwickelt. Deshalb... Beides einfach räudig, stimme ich dir hundertprozentig zu. ...jeder seinen Mund und sobald jemand redet, wird er einfach gecancelt. You're not afraid about being black? Genau so ist es. Blackballed again? These are some power people. What do you mean again? These people are not powerful. Satan can't create anything. Boom. That includes blessings for his people. That's why, you know what the number one job of somebody that sold their soul in Hollywood is? What? Is to act like it didn't happen. They all do the same job. It's a cabal. It's a consortium. They rock with who they rock with, and they don't with who they don't. It only because I've not taken the shortcuts. I've not been funded. They pay you to not talk about things they don't want you to talk about. They tell you that themselves. Das kostet halt echt viel. Gerade wenn du, und das wissen die auch, wenn du mal geschnuppert hast von ein bisschen Fame und so, weißt du, wenn du auf dem aufsteigenden Ast bist so und du merkst gerade, okay, das poppt jetzt vielleicht und dann kommen die um die Ecke so. Ganz viele Leute machen dann einfach und sagen, ja komm, scheiß drauf, Digga. Ich spiele jetzt einfach mit, ich bin jetzt schon so weit gekommen, weißt du, und da gehört viel Mut dazu. Da gehören viel Eier dazu, um zu sagen, nein, ich verbieg mich nicht, ich bleib mir selbst treu, egal was das mich auch kostet oder nicht so. Das erklärt uns aber nicht, warum die Behörden nicht eingegriffen haben. Es wurde schon öffentlich darüber gescherzt und die Behörden sind nicht dumm. Wenn so enorme Summen Macht und Einfluss an einem Ort zusammenkommen, könnt ihr euch sicher sein, dass ein Auge der Behörden anwesend ist. Außerdem soll Hollywood voll mit Agenten sein. Das heißt, es hätte irgendjemandem auffallen müssen. Es kann vielleicht sein, dass man noch ermittelt hat. Aber für 7 Jahre ermitteln, ohne Beweise zu finden, es muss ja irgendwie finanziert worden sein. Einige spekulieren, ob Harvey Weinstein die gleiche Aufgabe wie Jeffrey Epstein hatte. Ähnlicher Nachname auf jeden Fall. Weinstein, Epstein. Was sind das eigentlich? Germans, wa? Was haben die für ein Background? Kann ich mir schon vorstellen. Them Boys, glaube ich. Harvey wurde mehrmals erwischt und kam oft in das Visier der Ermittler. Regierungsbeamte berichten davon, dass ihnen oft gesagt wurde, man soll die Finger von ihm lassen, da er ein Agent ist. Das bringt uns zu der letzten Geschichte, auf die wir nur kurz eingehen, da ich dazu bald ein ganzes Video machen werde. Und zwar eine Behauptung, die ebenfalls in dem Cat Williams Interview gemacht wurde. Und zwar, dass die Namen von Chris Tucker und Michael Jackson in den Epstein-Dokumenten aufgetaucht sind. Dieser Mann soll ein Agent gewesen sein, der Politiker, Wissenschaftler, Rechtsanwälte und Hollywood-Stars mit Minderjährigen gefilmt hat und diese Aufnahmen dann als Druckmittel verwendet wurden, um die Mossad-Agent Personen für politische Ziele zu nutzen. Chris Tucker wurde sogar mal darauf angesprochen. Er sagt, er wusste nicht, wessen Flugzeug es war. You knew Jeffrey Epstein, didn't you? Yeah, I did. We flew Bill Clinton and a lot of different, that was a humanitarian trip to Africa. Was? And I met him on that trip because it was his plane. I didn't know who plane we was getting on, but it was a whole bunch of dignitary people who was with a... Die Frage, die man sich stellen sollte, ist, warum noch niemand verhaftet wurde. Leute auf dieser Insel waren überall Kameras versteckt. Viele hatten die Größe einer Stecknadel. Diese liefen 24 Stunden am Tag. Das heißt, es gibt Aufnahmen von fast jedem, wenn nicht jedem. Guck mal, der junge Trump mit Epstein hier. Dieser Person. Diese Leute werden wahrscheinlich immer noch als Spitzel oder für politische Ziele genutzt. Natürlich kann es auch sein, dass vielleicht ein paar dieser Leute reingelegt wurden. Das heißt, dass sie vielleicht wirklich nicht gewusst haben, wem das Flugzeug gehört. Stellt euch mal vor, ihr seid eine einflussreiche Person.
ein bekannter Politiker, Rechtsanwalt, Hollywoodstar, was auch immer. Man lädt euch auf einen Flug ein und ihr wisst wirklich nicht, wem das Flugzeug gehört. Trotzdem versucht man euch danach zu erpressen. Man hat zum Beispiel während des Flugs ein Kind reingeholt und ein Foto gemacht. Wer würde euch glauben, wenn ihr sagt, ich wurde reingelegt? Niemand. So kann man sozusagen unschuldige Personen auch erpressbar machen. Zu dieser Behauptung zeige ich euch einen Tweet eines Krypto... Crazy stuff, bro. Wir sind drin, Digga. ...vor seinem Tod gemacht hat. Zu dem Thema kommt bald ein separates Video. Auf der ganzen Welt sterben und verschwinden Milliardäre und niemand weiß warum. Er schrieb... Was? Immer wieder verschwinden chinesische Milliardäre? CIA und die Pedo-Elite betreiben von Puerto Rico und den karibischen Inseln aus eine Art Erpressungsring zum Sexhandel. Das deutet darauf hin, dass es mehrere Leute wie Epstein gibt. Weiter schrieb er, sie werden mir etwas anhängen. Mit einem Laptop, den meine Ex-Freundin, die eine Spionin war, versteckt hat. Sie werden mich zu Tode foltern. 3 Tage später ist dieser Mann gestorben. Boah! Lass uns zum Schluss auf einen kurzen Ausschnitt einer Hotbox-Folge von Mike Tyson und Cat Williams eingehen. Tyson, bester Mann, Digga, Liebe. Viele dieser Sachen, die wir im heutigen Video besprochen haben, waren vor ein paar Jahren noch Verschwörungstheorien. Vor 10 Jahren hat ein Mann wie Alex Jones über den... Alex, mein Jutster! ...bestimmt auch mal ein Video machen werde, gesagt, dass es eine... Mach safe, Flex, safe. Alex muss reinkommen in deinen Kanal. Bester Mann. ...auf die man mächtige Leute fliegt, sie dann mit Kindern aufnimmt und diese Aufnahmen als Druckmittel verwendet. Die Leute dachten sich, ja, ein Verschwörungstheoretiker. So wie einige Sachen so. Weißt du, wie ich meine? Deswegen sage ich ja, wer 2024 noch kein verschwörungsmystischer rechter Theoretiker ist, so, der hat irgendwas falsch gemacht, Digga. Der hat irgendwas falsch gemacht, Bro. Aber am Ende hat alles gestimmt, was er über diesen Fall behauptet hat. Digga, Alex Jones hat so einige Sachen schon vor 10 Jahren gesagt, die dann irgendwann mittlerweile schon quasi Mainstream geworden sind, so, weißt du? Alex schon ein krasser Typ auf jeden Fall. Ich mag es dem auch zuzuhören. Manchmal ist er ein bisschen wild unterwegs, so, da denke ich mir so, Bruder, jetzt hast du gerade ein bisschen übertrieben, aber der haut schon Sachen raus, so. I'm never pretending to know the answers to things that I'm going into. I'm going into it trying to find out the answers. So that frees me up, that my ego's not involved in what the answer turns out to be. But we collect Schön gesagt. Information. And there aren't that many conspiracy theories anymore because we found out that all conspiracy theories, there's a nugget of truth in there. It came from somewhere. Mm. That's where it became a theory. And then it progressed to the point where it became a conspiracy theory. Mm. Because there was something there. Was denkt Boom. Über diese ganze Geschichte? Schreibt es unten in die Kommentare. Oprah coming next. All of these Oprah coming next. Big dick deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. T.G. Jakes, any of them. All lies will be exposed. Ich bin da, bro. And anyone who takes that the wrong way, know why they take it the wrong way. Geil. Bester Mann, Digga, Cat Williams, Digga. Wusste ich nicht, dass der so tief drin ist, auch der Bruder. Aber ich gebe ihm recht. Also wir gehen immer mehr in diese Richtung rein, dass immer mehr ekelhafte Sachen, die auf der Welt abgehen, die mal Verschwörungstheorie waren, ans Licht kommen und viele Menschen schockiert sind. Aber das bringt halt auch sehr krasse Möglichkeiten mit, so. Wenn mal wenn man eine bestimmte kritische Masse von der Bevölkerung endlich mal verstanden hat, was eigentlich läuft, so, dann haben wir halt auch die Chancen, wirklich was zu verändern. Und ich feiere das. Ich bin auf jeden Fall vorne mit dabei, gerade im deutschsprachigen Raum. Ganz vorne mit dabei, eigentlich erste Reihe. Und da bin ich auch stolz drauf und das ist auch genau der richtige Weg. Egal wer was sagt, wir ziehen auf jeden Fall weiter durch. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Liebe geht raus. Gang. Peace out.